Hallihallo, meine Lieben. Ich bin leider krank, wie man unschwer erkennen kann. Ich dachte mir, ich filme jetzt einfach ein bisschen so mit. Keine Ahnung, ob euch das so interessiert, aber jo. Ich habe jetzt da mal einen Topf mit Wasser zum Kochen gebracht und da habe ich jetzt so frische Tortelloni mit Tomatenmozzarella. Das habe ich euch, glaube ich, bei meinem letzten oder vorletzten im Hofer Aldi Haul gezeigt. Die mache ich mir. Dann habe ich noch vom Lidl, da habe ich noch so eine Biopasta, so eine vegane Bolognese und die mische ich auch mit einer Soße, mit so einer Gemüsesoße, weil ich mag, ich esse fast gar kein Fleisch. Genau, das haue ich jetzt alles da rein und dann lasse ich mir das mal schmecken. Ich wünsche allen, die was jetzt gerade auch essen, einen guten Appetit und ja. Bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Sequenz einfach. Hätte ich euch fast gar nicht das noch abgefilmt, wie es ausschaut, ne? Ist ja auch ganz wichtig. Also die sind gut aufgegangen, die schmecken auch wirklich, wirklich gut und die zwei Soßen vermischt schmeckt mega lecker. Normalerweise will ich das natürlich selber machen oder zumindest ein bisschen aufpimpen, aber wenn ich krank bin, bin ich froh, wenn irgendwas daheim ist, was schnell geht auf alle Fälle. So, da habe ich jetzt einmal meine Wäsche ein bisschen zusammengelegt für mich und meinen Sohn. Und ist aber noch einiges anderes auch noch ausständig. Aber jetzt habe ich mal einen Teil gemacht, weil, wie gesagt, ich bin noch immer krank, leider. Habe meine Krankenmeldung gestern zum Glück relativ flott bekommen. Aber ja, so schaut es aus. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen was zu machen. Aber das erschöpft mich sehr, sehr schnell und ja, ist noch nicht so ganz, wie es sein sollte. Habe auch noch so Heiß-Kalt-Schübe und so. Solange das nicht weg ist, werde ich noch nicht arbeiten gehen. Aber ich glaube, jetzt dauert es nicht mehr so lange, bis ich wieder arbeiten gehen kann, zum Glück. So, jetzt zeige ich mich mal. Ich bin krank, ich schaue scheiße aus. Ja, ich weiß es. Aber egal, ich habe mir Tee gemacht, ne? So ein Pfefferminztee. Mittlerweile brauche ich da eigentlich gar nichts Süßes mehr, egal welchen Tee ich trinke. Habe auch vorher noch so eine Flasche mit frischer Zitrone halt gemacht. Und immer wenn es mir schlecht geht, schminke ich mich. Das ist irgendwie so mein Mittel einfach, dass mir besser geht. Es ist einfach so, wenn ich mich nur schminke und dann gleich wieder abschminke. Ich dachte mir, ich nehme euch da einfach so ein bisschen mit. Ich zeige euch mal meine Palette. Ich habe nämlich vor, durch meine ganze Schminksammlung durchzugehen, alles zu testen. Habt vielleicht auch schon in den Shorts gesehen. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei und abonniert gerne meinen Kanal. Ich habe jetzt die Merry Christmas Palette von Odin's Eye. Die ist halt auch mega, mega toll. Hat die Töne. Ich habe die noch nicht oft benutzt, ne? Also so zwei, dreimal oder so. Und die wird fix in meiner Sammlung bleiben. Und da werde ich jetzt einfach einen Look draus schminken. Ich mache das immer. Ich nehme mir eine Palette nach der nächsten vor und dann schminke ich einfach einen Look draus. Und dann entscheidet sich, ob die Palette einfach bei mir bleibt oder nicht. Aber da weiß ich schon vorher. Denn es hat eine zweite gegeben, die habe ich erst schon geschminkt und die bleibt auch bei mir in der Sammlung, weil die zwei Paletten, die liebe ich einfach. Genau, und ihr seht schon mein Pulli, ich denke, ich werde heute mal meinen grünen Look schminken. Aber da sind so viele schöne Töne drin, da sind auch so schöne Orangetöne drinnen, aber ich muss jetzt noch schauen, was genau ich da jetzt schminken werde. Und werde ich dann auch nicht jeden Step oder das komplette mitnehmen, weil ich glaube, das wird dann vielleicht ein bisschen fad. Außer euch interessiert das, dass ich euch einmal ein komplettes Get Ready With Me mache, so in Echtzeit, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann kann ich das beim nächsten Vlog auch so einbinden. Ich werde das jetzt ein bisschen so gemischter machen, dass ich euch einfach so komplett mitnehme, was ich halt so mache und was ich halt so tue und auch mit Schminken und so weiter, aber halt nicht mehr nur dieses Schminken komprimiert, sondern einfach nur so ein bisschen alles und allgemein. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch so. So, ich werde mir jetzt dann mal einen Augenprimer auftragen. Und zwar
Ich glaube, ich werde mir da einfach einmal einen grünen auftragen. Den habe ich von Revolution. So, Augenprimer habe ich jetzt schon oben. Der ist halt schon ganz ein bunter, ne? Und ja, ich habe mir überlegt, ich werde das hier vorne im vorderen Drittel nehmen, genauso wie diesen Schimmerton. Der ist bombastisch. Und eventuell hiermit vermischen noch in der Mitte. Und außen zum Verdunkeln nehme ich dann dieses Grün. Und ich denke, ja, das wäre auch gut. Das ist auch schön. Das ist auch sehr, sehr schön, dieser Duochrom. Ach, ich weiß nicht. Ich entscheide das spontan. Genau. So, ich werde das jetzt einfach schneller mal machen. So, jetzt habe ich schon mal das Augen-Make-up aufgetragen. Ihr seht es schon. Das ist schon fertig. Ein bisschen mit grünem Kajal gearbeitet noch und meine Lieblingswimperntusche aufgetragen. Und jetzt mache ich mir noch schnell meine Base. Ich zeige euch das gleich einmal. Also da habe ich einmal den Power Grip Primer von e.l.f. Der ist so total sticky, aber sehr feuchtigkeitsspendend auf alle Fälle. Den gebe ich mir immer nur auf, wenn meine Hautpflege schon zu weit her ist. Und ja, ansonsten reicht meine Hautpflege, weil dann nehme ich nicht noch einen extra Primer. Und ich nehme immer zwei Primer. Also der für Feuchtigkeit quasi. Jetzt wird das alles dann gut drauf kleben quasi. Der ist wirklich extrem sticky. Dann habe ich noch den Professional Light Primer. Das ist dieser hier von Benefit. Das ist nur so ein kleines Tübchen. Das möchte ich auch unbedingt leer kriegen. Und der ist eben noch nicht leer, weil der ist so silikonig. Und den gebe ich wirklich nur auf die Stellen, um meine Poren halt zu minimieren. Sichtbar zumindest. Auf die Nase gehe ich aber dann immer noch. Und hier. Dann auf die Stirn. Und noch hier unten. Genau. Was für mich noch dazu zählt, immer. Boah, jetzt habe ich so sticky Hände. Moment. So, als nächstes trage ich mir dann Hollywood Flawless Filter auf. Das mache ich immer im kompletten Gesicht, weil ich will einfach so eine schöne Glowy Base haben. Und ja, das trage ich mir einfach jetzt überall auf und verteile mir das auch noch gar nicht. Bin mal gespannt, wann das leer geht. Benutze es, glaube ich, schon seit dem letzten Sommer. Aber ich habe natürlich Pausen auch dazwischen gehabt. Weil, ja, im Sommer habe ich das sehr, sehr oft benutzt. Und jetzt seit kurzem benutze ich das eigentlich täglich. Also schon seit ein paar Wochen, aber es ist noch immer nicht leer. So, auf alle Fälle kommt jetzt mein Make-up drauf. Und da habe ich zwei verschiedene. Weil mir das, also das ist die e.l.f. Camo CC Cream. Die ist sogar mit Kollagen, Peptiden und Niacinamide und Sonnenschutzfaktor 30, aber die ist ein bisschen zu dunkel. Und deswegen mische ich die mit der All About Matte Foundation. Wenn sich die immer so ein bisschen absetzt, muss man die wirklich doll schütteln, weil die gar nicht mehr so viele Zusatzstoffe drin haben und das vermischt sich sonst nicht gescheit. Ja. Auf alle Fälle nehme ich mir dann so einen Foundation Brush, so einen, und gebe mir immer zwei Pumphübe von der e.l.f. CC Cream, aber die hat mittlere Deckkraft, die ist Hammer. Ich würde auch sagen, das ist ein Dupe zu der It Cosmetics, falls irgendwer die kennt, und die ist richtig gut. Und dann nehm ich auch noch zwei Hübe von der Matten Foundation drauf.
Zum Glück haben das alle einen Bummkopf und dann trage ich mir das einfach auf. Also verteile mir das so ein bisschen. Und das reicht ja im Prinzip auch. Und dann verteile ich mir das erst in Schwämmchen. Also ich gehe da auch beim Hals unten entlang gleich und verteile mal alles schön. Muss ich nicht zu weit runtergehen, weil ich eh so einen hochgeschlossenen Pullover anhabe. Genau, das verteile ich mal alles, arbeite das alles mit Schwämmchen an. Und was ich vorher noch mache, ich sehe da jetzt nicht viel, ich habe nur die Brille, ne? Deswegen muss ich da so nah rangehen. Genau. Mache ich aber noch was anderes. Ich habe da meine Brow-Palette und da habe ich eigentlich nur mehr dieses Fännchen, was ich aufbrauchen möchte. Ja, und dieser Augenbrauen-Highlight quasi. Und dann habe ich noch diesen Augenbrauen, was ist er? Ein eingefärbtes Gel, das patzt aber ziemlich, aber ich möchte es trotzdem aufbrauchen und dann zeige ich euch gleich einmal, wie das dann ausschaut. So, jetzt habe ich noch Concealer aufgetragen. Da habe ich den Charming Escape von Kiko. Das ist so einer zum Rausdrehen mit den Schwämmchen. Ist jetzt nicht meine präferierte Version, aber ich will es leer machen. Danach bin ich noch mit dem Under Eye Powder bin ich noch reingegangen mit so einem kleinen Spongy und jetzt habe ich noch so einen Konturstick, einen cremigen. Deswegen habe ich eigentlich nur unter den Auge gesettet, aber da, hier die Base eben noch nicht, weil ich finde Cremeprodukte auf Cremeprodukt ist besser. Genau, so ich nehme den Foundation Brush einfach und streife mir die Foundation einfach nur ein bisschen ab und dann kann ich den gleich weiterverwenden. Nur dass das meiste Produkt einfach ja, weg ist vom Pinsel. Und da habe ich nicht mehr viel. Das ist nur mal ganz wenig und ich hoffe, dass ich den auch irgendwann einmal leer bekomme, weil so viel braucht man ja an und für sich nicht davon. Und das trage ich mir genau hier am Wangenknochen auf. Genau. Und noch hier oben. Und auch noch hier unten. Genau. So, dann habe ich noch das Mosaik-Powder. Damit pudere ich jetzt aber nur ein paar Stellen ab. Nur hier oben. Und hier unten. Genau. Weil jetzt haben wir keine Cremeprodukte mehr. Das heißt, ich lege jetzt einmal los mit Bronzer, Blush und Highlighter. Und zwar habe ich trage ich Bronzer, den Kiko Bronzer auf. Der schaut so aus, den teste ich nochmal durch. Das ist der Flawless Fusion Bronze Powder. Dann kommt der Blush und den liebe ich ja. Das ist der Odin's Eye, dieser orangene Blush. Der ist so cool. In der Farbe W102 Peach Gleam. Und dann habe ich noch einen Glitter Baked Face Highlighter. Nochmal von Kiko, das gleiche Packaging.
Und so schaut der aus. Und der ist krass. Der schimmert und glänzt echt in allen Farben. Und dann, weil ich ja mein loses Puder leer bekommen habe, oh mein Gott, teste ich heute den Dried Up Expert Finish Powder. Ich hoffe, der ist nicht zu weiß. Also, das ist ein total weißliches Puder. Ich habe es gerne, wenn das ein bisschen eingefärbt ist. Ja. Aber mal schauen. Wenn es keinen weißen Schleier hinterlässt, ist ja kein Problem. Ne? Wir werden es sehen. So, jetzt bin ich auch schon fast so gut wie fertig. Genau, ich habe mir, was ich nicht so toll gefunden habe, war dieser Highlighter von Kiko. Der ist irgendwie so glittery und glitzernd, aber es kommt gar nicht so viel aufs Gesicht. Deswegen habe ich den Wet n Wild Highlighter dann noch genommen. Das ist dieser hier. Der ist mit so einem schönen Pressing, mit so einem Blatt und den finde ich richtig, richtig schön. Das Puder finde ich auch richtig gut. Also hat das alles gut verbunden miteinander. Und das wird aufgebraucht auf alle Fälle. Mal schauen, wie lange ich für das noch brauche. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur mal ein Lippenprodukt dazu. So, ich habe da einen Sandstone Intense Care Lipstick. In so einer eher neutraleren Farbe und ja, dann werde ich mir das einfach auftragen, weil der Lidschatten ist eh schon krass genug. Der ist sehr cremig und nicht auffällig. Genau das Richtige für diesen Look, finde ich. Ich nehme nochmal die Brille auf, ab, dass ihr das alles ganz genau sehen könnt. Und ich mag das voll, voll gerne. Also ich liebe diesen Look. Meine Brille sollte ich mal wieder putzen, die schaut schon aus. Ja, also das ist jetzt der fertige Look und werde mich dann auch gleich wieder abschminken. Wie gesagt, ich habe das jetzt einfach nur für mein Wohlbefinden gemacht und ja, ich schminke mich ja normalerweise jeden Tag und das fehlt mir dann auf alle Fälle ein bisschen. Und ja, ich könnte euch dann auch gleich einmal mitnehmen, wenn ich mich abschminke, wie ich das alles so mache und was ich da alles benutze. Und vielleicht ist es für euch auch hilfreich. Genau. So, jetzt bin ich schon wieder abgeschminkt. Ich zeige euch nur ganz schnell, wie. Ihr seht, jetzt schaue ich wieder aus wie eine Leiche. Aber es ist halt so, ne? Ich habe mich auf alle Fälle mit dem Elemis Superfood AHA Glow Cleansing Butter. Die ist super zum Abschminken. Genau. Und dann habe ich noch meinen Reinigungsschaum danach. Also der ist auch jetzt schon fast leer. Der ist von Isana. Ich glaube, da kann ich vielleicht noch einmal und dann kommt sie eh schon in die Aufgebrauchkiste. Die ist aber dieses Monat noch immer nicht voll. Also letztes Mal ist die schon fast übergegangen. Aber mal schauen, wie lange ich da noch sammeln muss, weil ich präsentiere die euch erst immer, wenn es voll ist. So. Und jetzt machen wir gemeinsam. Da habe ich diesen veganen Toner. Und da habe ich so ein wiederverwendbares Wattepad. Und da reinige ich mir jetzt mein Gesicht noch ab, weil da kann noch einiges drauf sein, auf alle Fälle. Jo, auf alle Fälle. Die andere Seite dann auch noch. So, und ich muss dann sowieso nochmal in die, also nochmal, ich muss dann sowieso in die Dusche gehen und mich noch schön gerade waschen, ist eh ganz klar. Aber vorher nehme ich noch die Hey Honey Uncovered Detoxifying Mood Mask. Ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen, obwohl so Einmalanwendung von Crememasken mag ich gar nicht, aber das ist so eine dunkle und die, hoppala, da kommt auch schon was raus. Die ist komplett schwarz, aber die hat auch so Steinchen irgendwie drinnen. Und ich glaube, dass die einiges macht, einfach auch gegen Unreinheiten. Ne?
trage ich mir jetzt auf und dann muss das Ganze 15 Minuten drauf bleiben. Aber ich glaube, da ist eh noch mal eine Anwendung drinnen. Insgesamt so circa 5 Anwendungen sind da drinnen. Und ja, das mache ich jetzt gleich noch. Und wie gesagt, dann kann ich mir das auch schon wieder abschwemmen. Und dann zeige ich euch noch meine restliche Abendroutine. So, die Maske ist wieder herunter und die Haut, die fühlt sich so weich und schön an. Also ich mag diese Maske echt sehr, sehr gerne und mache das ja meistens eine morgens so mit Feuchtigkeit und die mache ich aktuell für abends. So, und jetzt habe ich auch gleich einmal meine Abendroutine hier vor mir stehen und möchte ich das gerne mal zeigen. Also als erstes habe ich hier von Mayani habe ich ein Lash Serum. Ja, ich bin kurzsichtig, deswegen muss ich leider so nah hingehen. Nur, dass ihr das auch einmal gesehen habt. Das ist einfach nur so ein Applikator und das tragt man sich ganz nah am Wimpernkranz einfach auf. Und das mache ich eigentlich immer nur abends. Dann habe ich noch von Fix & Rouge das die Overnight Eye Mask. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, aber da sollte man auch ein bisschen fresher aussehen. Da braucht man nur ganz, ganz wenig. Und das tragt man sich hier auf diesen, wo dieser Knochen ist, hier einfach auf. Ich habe das echt jetzt schon länger in Anwendung und die ist noch immer nicht leer. So, dann mache ich das Peeling. Das ist von Cores, das Night Brightening Sleeping Facial mit Vitamin C. Fühlt sich aber gar nicht so arg nach Peeling eigentlich an. Eher mehr wie so eine ganz leichte Creme. Ist sehr angenehm eigentlich. Dann habe ich ein Augenserum, ein Eyelift-Serum von Pomegranate. Das habe ich auch schon. Da ist nur mehr ein Drittel drin, weil benutze ich eben auch schon des Längeren. Ne? Meine Abendroutine verändert sich ja immer wieder so von den Produkten, wenn irgendwas leer geht oder so, wenn ich wieder was anderes austeste, sage ich mal. Aber diese Routine ist jetzt eigentlich schon sehr lange gleich. Also da hat sich nicht viel verändert. Aber wie gesagt, wenn das Lash-Serum leer ist und alles andere von diesem Serum verteile ich mir einfach noch im ganzen Gesicht. Aber hauptsächlich einmal, dass es wirkt unter die Augen. Genau. Dann habe ich die Re-Energizing Sleeping Cream von Lavera. Die hatte ich mal in einer Box. Und die ist endlich schon langsam am leer werden. Aber da habe ich auch noch lange Zeit, glaube ich, was davon. Also ich schätze mal schon, dass ich das noch ein paar Wochen habe, bis die leer wird. Ne? Also mal schauen, ob es in dieses aufgebrauchte Video es noch schafft oder erst ins nächste. Ich glaube erst ins nächste, aber der Boden ist schon mal ein kleines Stück frei. Das ist schon mal gut. Und da war ich echt lange dran, ich glaube 2 Monate oder so oder noch länger, keine Ahnung, weil ich die eben nur für die Nacht habe. Ne? Ich habe spezielle Creme für Tag und eine spezielle für Nacht. Dann habe ich, das ist die urteure Creme, das ist die Eyeless Rich Cream von Beauty Hills. Das ist voll krass irgendwie. 3 Monate, ja. Die benutze ich eigentlich jetzt sicher auch schon so 2 Monate, glaube ich. Und ich bin da noch immer nicht am Boden angelangt, weil man da einfach nur ganz wenig braucht. Ne? Also braucht man nur so einen Stups und das war's schon wieder. Aber die ist sehr reichhaltig, das ist eh gut. Und am Schluss habe ich dann noch von Elf dieses Tüpchen, das ist die Sleeping Mask und solche Schlafmasken mag ich ja voll gerne. Das wird dann einfach in der Früh wieder runtergewaschen. Genau.
Und das ist jetzt meine Routine und Pflege, dass ihr es auch einmal gesehen habt, mal wieder. Ne? So pflege ich mich immer am Abend. Und jetzt habe ich mir noch schnell was gekocht und das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. So, ich war jetzt duschen und habe mir die Haare waschen müssen und ich zeige euch gleich dann, wie ich das mache, was da noch an Pflege reinkommt. Ich werde mir dann die Haare nur noch föhnen, weil mir das dann zu nass ist oder zu kalt wird dann für die Nacht einfach zum Schlafen. Ich flechte es hier mir da auch des Öfteren, aber wenn ich krank bin, müssen die einfach trocken sein. Was ich noch, ich mache jetzt auch noch meine Lippenpflege am Abend mit euch und das wollte ich euch auch noch zeigen. Also als erstes nehme ich das Avant-Serum. Ihr seht schon, da ist nur mehr so viel drinnen, also ganz wenig nur mehr. Aber man braucht ja auch nicht viel, ne? Das waren 10 Milliliter. Das ist das Avant Hyaluronic Argan Öl Peony Sweet Almond. Genau, so ein Lip Scrub ist das einfach. Genau. So, und das kann man sich einfach wie so einen Lippenstift einfach hier drauf geben. Voilà. Ah, es ist egal. Das kommt die gleich wieder runter. Sind halt so ganz kleine Salzpartikeln drinnen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so viel macht für die Lippen. Aber ja. So ist es halt, ne? Dann habe ich noch von Terra Mars die Kontur, die Augenkonturcreme. Die schmiere ich mir nämlich immer auf die Lippen. Auf die Lippen die Umrandung. Einfach, dass da genug Feuchtigkeit ist und dass man da keine Lippenfältchen und so bekommt. Also, ich habe noch keine. Nicht wirklich. So, dann habe ich noch von Elf. Das ist eine Lippenmaske für die Nacht. Eine reichhaltige. Und ihr seht schon, da ist gar nicht mehr viel drinnen. Mal schauen, ob da jetzt noch was rausgeht. Aber ich glaube schon. Aber mal schauen. So. Viel geht ja nicht mehr raus. Noch schnell mal einen Spiegel. Ja, ich glaube, die kommt jetzt auch in meine aufgebrauchte Kiste. Also. Die ist jetzt, würde ich sagen, leer. Das wird immer dann zu anstrengend, das hier noch rauszuholen. So, und als letztes habe ich dann noch ein Lippenöl. Also, wie gesagt, am Abend möchte ich es sehr, sehr reichhaltig haben. Ich möchte, dass die Lippen gut versorgt sind. Da habe ich das Revolution Looney Tunes Lippenöl. Ich hatte ja davor das von Rossmann und das war so, so gut. Und wie gesagt, das vom Rossmann war super, super gut, aber das ist jetzt leider leer. Das war diese Limited Edition mit die Blüten. Und ich finde aber das auch ganz cool, weil das ist mit Kiwi-Geruch. Also ich gebe mir da immer ein bisschen was auf den Finger einfach. Das ist ja auch so dickflüssig, das kommt dann da raus. Deswegen kann man es gut dosieren und ich möchte eben nicht, da war so ein Roller drauf. Das ist mir dann zu wenig einfach. Und das ist das, was ich dann gerne für die Nacht einfach habe. Das ist dann reichhaltig und ist mega angenehm. Das kriegt auch nicht wirklich in den Mund hinein. Und ja. Genau. Und jetzt zeige ich euch dann gleich einmal, wie ich meine Haare pflege, nachdem ich sie gewaschen habe. Ich nehme ja auch zum Waschen immer so ein Peeling für die Kopfhaut, weil ich schon ein bisschen empfindlich bin und so.
Und ich einfach gemerkt habe, das tut mir einfach voll, voll gut. Und weil ich dann im Winter einfach so eine extrem trockene Kopfhaut bekomme. Ne? Also, ich habe meine vier Sachen schon hier stehen. Als erstes kommt einfach der Turban einmal runter. Der ist eh schon durchnässt einfach. Genau. Ein bisschen die Haare auflockern. Und als erstes habe ich von Balance Brave New Hair das Leave-In Scalp Tonic. Das ist so ein Tonic, das gibt man. Das ist halt auch gut, wenn man so gereizte Kopfhaut hat. Ich schütte mir das einfach so auf die Kopfhaut drauf. Und dann braucht man das einfach nur so einmassieren, so ein bisschen. Und das soll auch für gereizte Kopfhaut eigentlich einfach gut sein. Ja, das ist nur so ein kleines Fläschchen und das mache ich einfach leer. Und dann trage ich mir von Revlon, ich finde Revlon ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist das All-in-One-Hair-Treatment. Das hat so 10 Sachen einfach dabei, dass man halt keinen Frizz hat, dass die Haare geschützt werden, die Farbe geschützt werden, zum Refreshen, hilft gegen gesplitterte Enden. Also das hat ganz viele tolle Sachen drinnen einfach. Schützt einfach vor viele Sachen. Gegen Spliss und so weiter. Und das sprühe ich mir jetzt einfach in die Haare. Das ist auch ein Hitzeschutz und deswegen brauche ich das auf alle Fälle. Machen wir da eigentlich immer, falls ich mir meine Haare föhne, immer einen Hitzeschutz mit rein. Genau. Und da kommt man mega lange damit einfach aus, ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, noch so ein Drittel oder was, habe ich noch immer drinnen und benutze es. Also Haarprodukte hat man einfach ewig lang, ne? Genau. Und die anderen zwei Sachen gebe ich mir einfach nach dem Föhnen dann ins trockene Haar rein. Genau, ja. So habe ich das eigentlich immer gemacht. Genau. Das heißt, ich föhne mir jetzt schneller mal meine Haare und dann zeige ich euch noch den Rest. Ah, ich könnte euch noch meinen Föhn zeigen. Der ist nämlich auch mega cool. Der ist von GHD und da steht auch mein Name drauf. Der war damals in dieser Special Edition mit der Pamela Reif. Und so schaut der aus. Also der ist wirklich sowas von Turbo. Der ist so gut, der war auch sehr teuer, aber ich habe mir den halt jetzt einmal geleistet. Ich habe auch so einen Hair-Styler davon auch, aber den benutze ich eigentlich selten, wirklich sehr, sehr selten. Den benutzt auch mein Sohn auch mit und da habe ich mir auch eingravieren lassen, einfach hier wieder meinen Namen. Und ja, genau. Also ich weiß gar nicht, wie viel Watt der überhaupt hat, aber genug auf alle Fälle. Steht da jetzt, glaube ich, gar nicht drauf. Nee, aber auf alle Fälle hat er genug Watt. Also da sind die Haare immer sehr schnell trocken, obwohl die sehr, sehr lang sind. Genau, ich föhne jetzt schnell meine Haare. Und dann zeige ich euch noch die letzten zwei Produkte. So, meine Haare sind jetzt so halb trocken, sage ich einmal. Aber die müssen jetzt nicht staubtrocken sein. Und ich habe jetzt von, das ist von der My Little Box, habe ich ein hydratisierendes Serum drinnen. Und das nehme ich einfach. Ich weiß nicht, ob da auch Niacinamide drin sind. Aber das nehme ich normalerweise immer für meine Haare, einfach für die Längen. Und da braucht man nicht viel. Also ich habe da nur zwei Sprühstöße jetzt genommen. Ihr seht es, da ist ja ein Drittel habe ich schon verbraucht. Und das arbeite ich mir einfach ganz hier in die Längen einfach so ein. Und das gibt den Haaren noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit einfach. Das mache ich eigentlich immer so. Das habe ich nämlich irgendwann einmal gehört irgendwo. Und dann habe ich noch ein Haaröl. Da habe ich auch schon ein Drittel weg. Und das ist die Christmas Edition und die riecht so gut nach Zimt. Das riecht so lecker. Ja, ein bisschen was. So eine halbe Pipette voll.
Das arbeite ich mir mal in die Hände gut an. Und dann kommt das in die Längen und in die Spitzen einfach ran. Genau, und das macht dann einfach noch einen schönen Glanz und ja, guten Geruch und Pflege. Und das mache ich auch öfters nach dem Haarestylen, dass ich mir dann einfach in die Spitzen noch dieses Öl einfach reingebe. Weil dieses Öl ist gar nicht so lange haltbar. Eigentlich nur 4 Monate, aber nach 4 Monaten, glaube ich, bin ich damit noch nicht leer. Aber egal, und das restliche Öl kann man sich dann auch gut noch in die Hände einmassieren und ist gleich einmal auch eine Pflege für die Hände. Ja, was ich dann noch immer mache, ich habe dann noch, ich düftel mich dann auch noch gern an. Und da habe ich aktuell habe ich die vom Isana, das Deodorant, das Floral Romance. Und dann gebe ich mir noch dieses Fresh Innocence drauf. Das ist so ein Körperspray am ganzen Körper. Und dann gebe ich mir noch drüber das Larive Queen of Life. Finde, das riecht eigentlich richtig gut. Also ein bisschen blumig auf alle Fälle. Und ja. Genau. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir sich zur nächsten Frequenz wieder.